Ich nochmal geschwind zurück zu ihm, wo du quasi rausgerührt hast am Samstag. Du hast gegen den Mathieu gewonnen. Wir haben uns, unter unseren Sambo-Mitgliedern auch einen Haufen Fans von Mathieu, das Hip-Hop-Girl zum Beispiel. Sie schreibt, er hat so eine unglaubliche Stimme. Ich habe jedes Mal Hühnerhaut gehabt, wenn er gesungen hat. Und jemand, der auch ein bisschen Fan ist von Mathieu, ist Stefanie Heinzmann. Und ich muss einfach sagen, Mathieu, du siehst nicht nur uns wie ein Prinz, du singst auch wie einen, wirklich. Und was der Prinz sonst noch macht in seinem Leben, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Wir haben den Mathieu mit der Kamera besucht und herausgefunden, dass er sehr sportlich ist. Lately I've been losing sleep, dreaming about the... Als leidenschaftlicher Sänger kennt man ihn in der Schweiz. Wenn er nicht bei The Voice of Switzerland singt, dann singt er in einer Band oder zusammen mit seiner Kollegin, der Natascha, hier in der Gasse von Lausanne. You will be counting stars. Das ist die eine Seite von Mathieu. Er hat aber noch ganz eine andere Seite. Parkour heisst die Sportart. Stefanie Heinzmann von The Voice of Switzerland hat gesagt, dass der Mathieu nicht nur aussieht wie ein Prinz, sondern dass er auch singt wie einer. Wenn er aber Parkour macht, dann sieht er sich nicht wirklich in dieser Prinzenrolle. Je dirais pas que je suis un prince, je dirais en quelque sorte que je suis... Nein, ich würde nicht sagen, dass ich ein Prinz bin. Aber wenn wir es viel vergleichen, dann sehe ich mich eher als eine Art Soldat. Also im Dienst vom Zuschauer. So können die Leute sehen, zu was die fähig sind, die Parkour machen. Da zwischen den Häusern trainiert Mathieu mit seinen Kollegen. So wie jetzt, an einem Sonntagnachmittag, da sind sie ungestört. Manchmal hat er aber auch Zuschauer. Und so unterschiedlich Singen und Parkour eigentlich sind, tritt er vor Publikum auf. Dann sieht er gewisse Ähnlichkeiten. Für die, die Parkour und Musik machen, da gibt es schon etwas, das gleich ist. Bei beiden Sachen spürt man viel Adrenalin. Und man ist manchmal natürlich ein bisschen gestresst, auch wenn man sich gewöhnt ist, was man macht. Parkour heisst, man überwindet Hindernisse möglichst effizient. Baut man noch zusätzliche Akrobatik-Elemente ein, dann sagt man dem Freerunning. Parkour und Freerunning findet Mathieu schon noch leise. Aber die Musik, die ist ihm definitiv wichtiger. Und zwar seine eigene, natürlich. Everything that drowns me makes me want to fly. Alors pour moi, dans ma vie, ce qui est le plus important, c'est quand même la musique. In meinem Leben ist Musik das Allerwichtigste. Dort habe ich wirklich Lust, mich voll darauf zu konzentrieren. Parkour ist für mich mehr einfach ein Sport, so wie es für andere das Tennis oder Fußball ist. Tennis oder Fußball. Der Mathieu hat übrigens extra für das Sambo zwei Songs gespielt. Haben wir für dich gefilmt. Kannst du anschauen und anhören auf unserer Internetseite. Und dort findest du auch heraus, was der Mathieu mit dem grünen Monster da zu tun hat. Und jetzt